Hey Leute, was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Im heutigen Video möchte ich euch mal wieder eine Auswirkung von Pornografie näher bringen, und zwar die krankhafte Fixierung auf Sex. Also es ist so, dass wenn ihr exzessiv Pornos konsumiert, dann seht ihr Frauen, die ihr auf der Straße seht oder sonst irgendwo, dann seht ihr diese Frauen nicht mehr als normale Frau, als normalen Menschen, wie zum Beispiel eure Mutter an, sondern ihr seht eine Frau nur noch als potenzielle Sexpartner. Ihr habt die ganze Zeit diese sexuellen Reize. Ihr stellt euch Frauen nackt, ihr stellt euch Frauen, die ihr auf der Straße seht, stellt ihr euch nackt vor, ihr stellt euch vor, was ihr mit diesen Körperteilen machen würdet. Ihr stellt euch vor, wie ihr diese Frau in alle Löcher penetriert. Sozusagen kommen in eurem Kopf einfach solche Hardcore-Sex-Szenen auf. Und da spielt es keine Rolle, ob diese Frau hübsch ist oder ob die hässlich ist. Ob die ja nicht so schön aussieht oder ob sie jung oder alt ist. Es spielt keine Rolle, weil die Pornografie euch so hart beeinflusst hat, dass ihr ja diese Szenen euch auch vorstellt mit zum Beispiel älteren Frauen. Also bei mir war es so, dass das bei mir keinen Unterschied mehr gemacht hat, ob das eine hübsche junge Frau war oder eine alte, für mich nicht ansprechende Frau war. Also diese Sexszenen sind auch mit älteren Frauen bei mir im Kopf hochgekommen, und da könnt ihr mir vertrauen, dass das nicht bewusst gesteuert wurde von mir. Also wie gesagt, ich hatte kein Interesse an diesen älteren Frauen, sondern ja, dieses Porno beeinflusste Ich hat das dann halt produziert, also diese Hardcore-Sexszenen hat das dann halt im Kopf produziert. Und das hat dann wie gesagt nichts mehr mit normalen sexuellen Interesse zu tun, sondern das ist einfach krank, das ist zwanghaft und einfach unnatürlich. Außerdem werden Kontakte zu Frauen immer schwieriger und unnatürlicher, weil ihr einfach, zum Beispiel wenn ihr jetzt ein Date habt, dann könnt ihr euch nicht auf diese Frau einlassen, ihr könnt euch nicht auf diese Frau einlassen, weil ihr dauerhaft diese sexuellen Reize bekommt. Ihr checkt diese Frau sofort aus, ihr zieht diese Frau im Kopf schon wieder nackt aus, ihr stellt euch die Sexszenen mit dieser Frau vor, und das merkt diese Frau natürlich. Also das ist ganz klar, dass ihr dann angespannter werdet, ihr seid natürlich erregt, ihr wollt eigentlich nur sofort nach Hause mit dieser Frau und mit ihr Sex haben. Und das merkt die Frau natürlich, dass ihr angespannt seid, dass ihr zappelig werdet, dass ihr ungeduldig seid und. Also, ja, es wird euch halt wirklich diese Frauenkontakte extrem erschweren. Und es verhindert quasi die normalen Kontakte zu Frauen. Wie gesagt, weil ihr dauerhaft diese sexuellen Reize bekommt, weil ihr dauerhaft eigentlich nur das eine wollt. Da kann ich jetzt aus eigener Erfahrung auch ein gutes Beispiel nennen. Das war so circa 2014. Da war ich im Türkei-Urlaub, und als ich dort am Strand war, da habe ich nicht die Sonne genossen, ich habe nicht die Wärme genossen, ich habe nicht das Wasser genossen, ich habe nicht mein Getränk genossen und. Also ich habe diesen Urlaub eigentlich quasi gar nicht genießen können, weil überall halbnackte Frauen rumgelaufen sind. Und ja, ich habe die einfach von oben bis unten, jede einzelne Frau dort ausgecheckt. Ich habe die ganze Zeit diese sexuellen Reize gespürt. Also es ist echt krass, wie krass Pornografie einen Menschen beeinflussen kann. Und ja, deswegen hört auf jeden Fall, es wäre in eurem eigenen Interesse gut, mit der Pornografie aufzuhören, weil das euch auch einfach das Leben erleichtert. Stellt euch mal vor, ihr seid zu einem Bewerbungsgespräch oder so, wo eine hübsche Frau ist. Ihr seid sofort angespannt, ihr habt diese Frau schon wieder 10-mal ausgezogen, ihr stellt euch diese Frau in ja, Sexszenen vor und so weiter, und das wird euch einfach das Leben erschweren. Deswegen hört am besten damit auf. Und ja Leute, das war das Video hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, dann wisst ihr ja, was zu tun ist. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.